Hallo meine lieben Freunde und ich wünsche euch einen schönen Abend und begrüße euch zu einem weiteren oder mal wieder einem kleinen kurzen Infovideo. Gut, also ich möchte mich bei euch für 184 Abonnenten an dieser Stelle bedanken. Ich bin sehr zufrieden, dass das läuft, obwohl ich glaube ich gestern 186 hatte, es sind wieder ein paar wenige, aber egal, was soll's. Ich denke mal, bald ist es soweit, dann wird hier 200 stehen. Und meine Frage ist dann an euch, ihr habt Lust auf ein tolles Special dafür und habt da ein paar tolle Ideen, dann fände ich das cool, wenn ihr da vielleicht mal die mitteilen wollt. Neben der Möglichkeit, die unter die Kommentare hier zu posten, also unter diesem Video, oder mir eine private Nachricht zu senden, gibt es auch zwei weitere Möglichkeiten, die ich euch zeigen will, die ihr auch für andere Dinge nutzen könnt. Wenn es irgendwas mit mir, wenn ihr irgendwie Kontakt haben wollt. Zum einen Facebook. Hier seht ihr schon, hier ist ein kleiner Kommentar. Posting besser gesagt, was ich hier gemacht habe. Hier könnt ihr einen tollen Kommentar schreiben, was gemacht werden soll. Ja, und zum anderen, ja, Twitter, genau. Hier könnt ihr, über diesen Tweet eure Vorschläge auch geben, müsst ihr einfach entweder Antworten hier gehen oder über halt dieses Hashtag beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr mich followen müsst, wenn, dann macht das mal kurz, ist ja nur ein Klick und ja, dann passt das eigentlich alles. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch so alles. Dann möchte ich natürlich noch die beiden Videos hier zeigen, die heute kamen. Ein sehr lustiger Fire Emblem Part in der Wüste von Nabata, lohnt sich reinzuschauen. Es ist doch sehr lustige Dialoge da. Und zum anderen leider ein etwas trauriger Part in Mario und Luigi Dream Team Bro. Leider, weil ein Stückchen der Aufnahme fehlt. Da werde ich aber noch später dann in dem Part drauf eingehen. Und zum anderen, weil wir leider, ihr seht schon am Titel, Game Over gegangen sind. Im 14. Part. Naja, gut. Wenn ihr das wissen wollt, wie das da so abging, empfehle ich euch den Part zu schauen. Gut, des Weiteren möchte ich euch noch sagen, dass es auch bald The Legend of Zelda Twilight Princess wieder losgehen wird. Morgen sogar schon. Denn es wird ja nämlich bald Zelda Wind Waker HD kommen und bis dahin möchte ich es fertig haben. Denn ich habe jetzt auch bald einen neuen PC, den ich mir anschaffen werde, der viel besser ist in Sachen Aufnahme. Also denke ich mal, werde ich ja weniger Probleme haben. Vielleicht sogar gar keine. Und dann passt das alles, dann wird es nicht mehr so viel rumlaggen und rumruckeln und asynchron werden und ja, ist dann halt alles viel, viel besser. Gut, also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönen Abend. Ich hoffe, ihr genießt eure freie Zeit, wenn ihr Ferien habt. Und ja, also, schönen Tag, schönen Abend und macht's gut.